Ich will ganz oben stehen und ich werde alles tun. Ich werde weitergehen und immer nur der Beste sein. Hab so viel gelernt, es war eine harte Zeit. Der Tag ist nicht mehr fern, dann zeige ich allen mal. Ich bin Tati ist gekommen und hat uns gerettet. Ihr habt es gesehen, Bagisch hat uns zu einem toten Nest geführt, was soll man sagen. Es war nicht tot. Totes Nest heißt, da gibt es keine Pokémon, da gab es doch niemanden. Alter, was geht ab, Leute, hier? Da vorne kommt Bagisch. Wir sind auf dem Weg Richtung Blumenau oder so. Oder wir sind in Blumenau, keine Ahnung. Neues Gihon-Nest, allgemein neues Nest dort, schauen wir mal. Echt leidend. Servus, Mann. Was ist los? Wer leidet? Außer Timmy? Ich auch, Mann. Wieso? Motivation echt weg, Mann. Oh mein Gott, labert's doch nicht. Bei mir echt, Mann. Wieso? Jetzt ernsthaft? Ernsthaft, ja, Mann. Diesen Down hat jeder mal. Ja. Ich dachte mir schon, wann kommt endlich bei dir? Wir sind da. Aber ist nicht ein einziger Pokéstop drinnen. Ist auch ein neues Nest, also ich habe davor nie gesehen, dass dort ein Nest war. Also ich habe echt oft in Pasing gescannt, das war wirklich kein Nest. Ja. Weil hier wohnen meine Onkel und so, ich schaue hier regelmäßig auch schon, nach Arenen sogar und alles. Das ist neu, safe neu. Ja. Schauen wir mal, ob das was heute wird oder ein Reinfall. Ich glaube ja, das zweite. Hat kein gutes Gefühl. Wir sind angekommen, es ist zu. Nicht öffentlicher Tag, kein Zutritt, falls man sehen kann. Das ist meine erste schlechte Nestidee, sonst hatte ich noch nie ein schlechtes Ziel. Viel Spaß. Oh mein Gott, Tati, wir leiden, Mann. Das ist hier zu. Nicht öffentlicher Teil, kein Zutritt steht hier. Bong und ich sind jetzt tot, was machen wir jetzt, Tati? Du musst uns echt irgendwie retten jetzt. Aber bitte. Hat die unsere letzte Hoffnung. Oh mein Gott, sehr echt leid. Was zu machen. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier Bordeauxplatz. Schon einen Tag nicht mehr gewesen. Auf der Suche nach einem Parkplatz. Danach fahren wir ein bisschen. Die Jungs brauchen Sternstaub. Es gibt echt nicht viel zu tun sonst. Was heißt, die Jungs brauchen Sternstaub, Mann? Oh mein Gott. Was laberst du? Sei nicht so überheblich, Alter. Sei nicht so überheblich, Mann. Hat die Ente gereizt. Wie überheblich er ist, Alter. Die Jungs brauchen Sternstaub. Ja, brauchst du nicht? Ich brauch Sternstaub. Ich hab 1,1 Millionen, Mann. Ich brauch Sternstaub. Jeder braucht Sternstaub. Also nicht, dass ich wüsste. Okay, Jungs, ich rede kein Wort, also ich fahre gleich. Effizienz, Mann. Was hast du noch für Geheimnisse, Mann? Ich hab gar keine Geheimnisse. Ja, ja. Also ich habe 1000 Kapatau Bonbons in der Windkanne. Ja, keiner hat gefragt. Ja, jeder sagt doch mal, wenn er was krass hat. Ich wusste nicht, dass das krass ist. Das sind zwei Galados nur. Zweieinhalb. Ja. Warte, ich habe glaube ich 1000 Mauzi Bonbons. Echt jetzt? Und ich habe glaube ich 1000 Sterndu Bonbons. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt eine Freude machen, weil ich dir das gesagt habe. Morgen ist dir schon aufgefallen bei dem Handy, der läuft endlich zu den Pokémon hin oder zu den Modulen. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Das ist oft, aber das ist allgemein so. Echt? Ja, bei mir ist auch ab und zu, dass er echt zu den Dingen hinläuft. Bei mir endlich oft, wirklich. Ich weiß nicht, ob es am Handy oder an den Pokémon an sich liegt. Pokémon an sich. Schau mal gerade auch, er läuft die bei den Stops die Runden gerade. Als ob du voll beabsichtigt. Jetzt bin ich jetzt ganz weit weg. Ich bin mittendrin, oder? Ja, der ist ja gerade abgehauen jetzt. Ein Quapsel. Auch nicht so schlecht. Ich habe 762 Quapsel-Bonbons. Falls jetzt interessiert, Barisch. Ja, von denen hast du aber echt nicht so viel. So viel habe ich auch ungefähr. Und ich hatte mal über 1000. Oh, ein Bist du Korpus entwickelt hast für die Kampfmedaille? Ich habe 617 Paras-Bonbons. Oh mein Gott, wieso? Was ist mit Parasek, Alter? Mach doch! Ich hab noch keine guten, Mann. Ich habe 470 Knofenser-Bonbons. Okay, und Zigarre würde ich auch schon machen. Jetzt erzählen wir. Ich hab keine guten Knofensers, Mann. Oh, Mauzi. Puh, wieso krieg ich keinen Togepi, Mann? Du Pisser, Mann.
Ich habe 79 Morzi-Bonbons. Okay, meiner düst gerade zur blauen Arena, Mann. Ich will gerade nicht kämpfen, Mann. Oh, Rettern! Hier ist irgendwo Lamus. Oh mein Gott, bei dem Stop vor uns. 131 Rettern-Bonbons. Scheiß auf Lamus, finde ich da hier echt nicht aus. Ja, Polygon. Wo? Bei den Stops. Echt jetzt? Ja, Mann. Oh mein Gott, die muss ich holen. Ich habe 656 Nidoran Weiblich-Bonbons. Was? Wieso machst du nicht Nidoqueen? Oh mein Gott, ich habe 7000 EP bekommen, Mann. Wieso? Ja, durch die Eier. Oh mein Gott, wieso nimmt er den Taubs? Ich will den Polygon. Ey, das gibt's doch nicht. Oh mein Gott, lauf zum Polygon. In meiner ist... Meiner sucht das Lamus gerade. Ich schwör's dir. Oh mein Gott. Alter, ich muss vielleicht echt kurz aussteigen wegen Polygon. Ist aber gerade erst gekommen, oder? Nee, hast noch 2 Minuten. Oh yes, Polygon, Alter. WWP, IV? 326. Okay, nur für Bonbons. Ja, nur Bonbons. Ja, man, Bonbons reicht schon. Oh mein Gott, jetzt lauf doch hin, Alter. Nee, ich muss raus. Ja, das verarscht mich gerade. Dein Handy, oder was? Er ist in der Mitte von den 6 Stops, Mann. Ist hier Licht? Ja. Okay. Okay, Jungs. Ciao, Barisch. Bis morgen. Hey, ciao. Nicht bewegen oder so, sonst läuft's aus. Ey, tu das da bitte. Hallo, ich hab da unten ein Ding, Mann. Mhm. Barisch, mein Auto ist richtig krass, Mann. Okay, ich muss kurz raus, Jungs. Ja, tschüss. Oh mein Gott, Tram und Autos. Und draußen schneit's, Alter. Wir wissen eh, dass du nicht so effektiv bist mit den Eiern. Ja, aber ich hab genug. Ja, und jetzt? Deswegen bin ich so verschwenderisch, oder was? Ja. Du bist echt eingebildet geworden, Barisch. Was? Ich bin echt einer der letzten Typen, die eingebildet aus dem Tischtennis. Du bist so eingebildet, Mann. Nur ein Tischtennis bin ich halt echt. Egal was, du bist so. Du glaubst, du bist echt intelligent. Hier vor Kamera. Ich fordere immer Tati heraus. Er lehnt immer. Nein, du suchst. Und er hat den krassen, er hat den Elternstab im Tischtennis, handgefertigt. Du suchst immer Termin aus, wo ich nicht kann, Leute. Das machst du mit Absicht, Mann. Ohne okay. Scheiß. Tati, such den Termin aus. Ja, mach ich. Du brauchst keine Angst haben, ich will eh eine Revanche, Alter. Weil du hast nur wegen diesen einen Kantending gewonnen, Mann. Alter, laber nicht. Du hast viel öfter an dem Tag Kante gemacht wie ich. Wie viele Minuten bleiben die Pokémon an den Stops? 2 oder 3 Minuten? 2,5. Ja. Okay, genau. Ja, ja. Ich glaube, ich entwickle jetzt meinen Bisasam, oder? Echt jetzt? Mein zweites 100%. Soll ich machen, Barisch? Ja. Aber dann habe ich gar keine Bonbons mehr, Mann. Ja, scheiß doch drauf. Ja, wo kriege ich Bisasam-Bonbons dann wieder her? Echt? Aus deinen Eiern kriegst du schon. Echt tote Nester, Mann. Ja, du hast ja die Bonbons für Bisaflor, also auf was willst du warten? Ja, das entwickle ich sowieso, Mann. Ja, deswegen. Was willst du für Attacken? Rankenhieb, Solarstrahl, oder? Ja, klar. Ja, aber das Blütenwirbel habe ich schon. Es ist schon gut eigentlich. Ich habe schon echt ein gutes, aber 100, ja, 100% ich will man ja so. Wenn ich nun, also wenn der Blütenwirbel bekommt, dann wäre mir auch recht, ganz ehrlich. Aber auf jeden Fall Rankenhieb muss sein, also zum Angreifen. Ja. Einfach Rankenhieb und keine Matschbombe. Genau. Es muss Rankenhieb haben und keine Matschbombe, dann ist perfekt. Aber Mann. Es kommt echt viel öfter Rasierblatt, Mann. Ich geh jetzt wieder ein bisschen kämpfen, Alter, in der nächsten Zeit, Mann, dass ich alle meine Scheiße da losbekomme. So, entwickeln wir mal das Bisasam, Alter. Echt jetzt? Mein Gott, hat entwickelt so ein Bisasam. Und da ist er, da ist er. Was brauchen wir? Rankenhieb und so irgendwas? Oh mein Gott. Wie das ist. Rankenhieb kriegst du ja echt immer, Mann. Ey, das ist keine Verarschung, oder? Der ist besser als Rasierblatt Solarstrahl. Glaub ja, mir. Aber Matschbombe, das ist der zweite 100% ist mit Matschbombe. Ja, das ist doch so ein Bug, oder? Keine Ahnung. Sei mal ehrlich, Mann, was ist das, Alter? Oh mein Gott! Ich weiß nicht, aber Matschbombe passt endgut zu dir. Ich weiß nicht, warum. Oh, ich bin gerade endsaftig drin gespawnt. 841 Ding, Mann. Also bitte lauf nicht weg, Alter. Bleib doch einfach mal stehen, Mann. Er denkt, glaub mir, mein Account ist noch von gestern verwirrt, Mann. Ja, ja. Das ist echt. Ich hab 3 Evoli, mit 100% soll ich was entwickeln. Ich hab auch 3 mit 100%. Hong hat 6 oder 7. Ich hab 6, ja, Mann. Hong war auch die ganze Zeit unterwegs, Mann.
Er ist ernst der Süchtling, Mann. Er tut so. Ey, fangen wir an, Module zünden. Können wir jetzt. Oh mein Gott, meine läuft wieder weg. Badisch, du ziehst uns echt runter, Mann. Ohne Witz, Mann. Badisch, mit dir ist es echt unmöglich, irgendwas zu machen. Aber kann ich was dafür? Schau mal, wo der Bastard ist, Alter. Er läuft nicht. Oh mein Gott. Das ist ja wie bei Hong, Mann. Ja, ist ja nicht mal knapp, ja, oder Mann, so. Das war alte Zeiten bei mir, Mann. Das war Hong. Die Schwester, das hat... Oh mein Gott. Pokémon entdeckt. Oh, der hat Pokémon entdeckt, Alter. Ich glaube, meiner ist echt so ein Schnüffler, Mann. Badisch, das waren noch Hong-Zeiten, Mann. Was ist jetzt los, Mann? Nein, Hong... Soll ich mich vielleicht ganz rechts setzen? Du ziehst uns echt runter, Badisch, Mann. Ich glaube, ich bin genau an dem Punkt, wo es tot ist. Du ziehst uns echt so krass runter. Warte, Tati, kann ich die Sitze einfach nach links schieben oder so? Nein, kannst du nicht. Nee, kannst du echt nicht. Die sind alle angeschaut. Ich bin echt in den Kofferraum zu gehen. Sieht doch gut aus jetzt. Ich muss einfach so spielen. Fangen wir an. Zweiter Versuch. Ich zünd mein letztes Modul, mehr kann ich nicht machen, Jungs. Ich komme auch nur an den einen jetzt hier. Ich hab's angemacht. Historisch versorgt. Welchen hast du angemacht? Oh mein Gott, das ist der, an den ich ankomme. Den habe ich schon. Okay, okay. Warte, jetzt bin ich wieder. Ja. Welchen hast du angemacht? Historische Fassade, siehst du so. Bei mir lädt er gerade. Oh mein Gott, nochmal Glücksei aktiviert. Noch eins. Und Rauch. Ja, wenn schon Minus, dann ganz Minus, Alter. Ich komme nur an die zwei da. Ja, den linken komme ich nicht an. Den mache ich gerade, den letzten. Oh, der Pantimus. Oh mein Gott, Minus, ich muss Rauch anmachen, oder? Und Ding. Und auch Glücksei, Mann. Wenn, dann muss ich echt nur noch mit Glücksei farmen. Ja, Farm Session ist echt zu selten geworden. Ich hab... Bist du wieder weg? Ja. Oh mein Gott, ein leidendes Jahr. Alter, zwei Glücksei und zwei Rauch weg und zwei Module. Obwohl wenigstens habt ihr die Module genutzt, meine. Danke, Barisch. Gerne. Sie waren echt gut, Mann. Die waren echt gut, Mann. Zwei Capodo mit XL. Zwei weniger. Auf der Liste, Mann. Ich glaube, es kommt wieder was Saftiges. Ich habe die historische Fassade, Alter. Hey, schön. Der Enteron. Oh! Der wieder mein Spot. Und was ist gekommen? Enteron. Ein Enteron? Ja. Enteron, mein alter Freund. Das ist mein Lieblings-Pokémon. Ja. Wow, 1012, perfekt zum Trainieren. Ich bin so ganz gekommen. Wenn du Aquaknarre Hydro-Pump hast, lass ich den Enter. Konfusion, Psychokinese. Wieso, der ist kein Psycho, ist endschlecht. Der ist nur Wasser. Ich habe nur die Attacken gesagt, Mann. Ich habe nicht gesagt, dass es gut ist. Ich dachte, das willst du. Der Typ ist echt, der Typ ist einfach nur krank, Mann, ohne Scheiß. Alter, sorry, ich hab's nur falsch verstanden. Ja, aber genau. Du so gerade, ich so reicht. Du sollst ja halt's Maul, oder ich kann euch nicht auf der Straße stehen bleiben. Das war genauso, wie ich geschrieben habe. Ich habe fünf Pins hier innerhalb 10 Minuten gefangen. Ja, so Pins ist echt schlecht, Tati. Als ob ich gesagt hätte, dass Pins so krass wäre. Das war echt ein perfektes Timing, Mann. Aber es war echt nicht böse gemeint, eigentlich. Ja, eigentlich schon. Was ist eigentlich jetzt am Olympia dort? Was gibt's da? Nidoran. Beide Seiten diesmal. Nidoran. Zu krank. Bei mir direkt an der Arbeit habe ich jetzt Ponitas, Mann. Davor hatte ich Flagmons. Ich habe heute ein paar Ponitas gefangen. Tatsächlich, Pipi Flaucher wäre echt nicht schlecht. Für wen? Für alle? Was gibt's in Nymphenburg? Pixie zum Trainieren, endkrank. Sichlock gibt's. Sichlock und Kropsel und irgendwo da in der Ecke auf den Glion. Wer könnte das keiner? Ja, das will auch keiner hören, Mann. Ich will einfach ein ganz normales Spiel und nicht irgendwelche Punchlines, Alter. Das ganz ist ehrlich. Doch gut, dass nicht jeder dann die Legendären findet. Alter. Ja, genau, du mit deiner Straße, die wie ein Pfeil ausschaut, oder? So ehrlich, die Idee ist endlich. Die Idee, ohne Witz, die ist echt scheiße, Mann. Nein, jetzt echt ohne Scheiß, Tati. Da fand ich die Idee mit dem Parkplatz schon viel besser, Mann. Parkplatz scannen. Badisch, das war echt eine beschissene... Schau, es ist ein Pfeil als Weg. Das Nein, kann es soll jeder einfach, gleich wissen. Es soll einfach Ding bekommen. Die Typen müssen Google Maps von oben anmachen und alles durchforsten. Das Problem ist, Barisch, ja, seitdem es diese Map gibt, ja, ist das Spiel echt ein bisschen
Ja. Schau, wer hatte die geile Idee? Bisschen tot, die legendären Schirmen Radar ab. Die sind echt nicht auf dem Radar sichtbar. Ja, ohne die Map hätten wir schon längst tot. Ja, Mann, nein. Ich hätte keine Agen gemacht. Ich hätte kein Scanner-Tool. Was hätten wir gemacht ohne Agen und Scanner-Tool? Ja, oh mein Gott, Tati hat Beef mit Philipp. Philipp, hörst du? Oh mein Gott, Philipp. Er macht dein saftiges Programm schlecht. Philipp ist selbst krass, oder? Ja, jetzt auf einmal. Digga, die hat mir mein... Morgen, stopp! Spul 10, 15 Sekunden zurück und bleib's okay, nochmal. Ich hab doch nicht... Ja, seitdem es diese Map gibt, ja, ist das Spiel echt ein bisschen... Ja. Schau, wer hatte die geile Idee? Ich bisschen wieder? Tot, oder? Ich hab gesagt, dass es... Dass die schlecht war, Mann. Ich hab nur gesagt, dass es einfach das Spiel an sich kaputt gemacht hat. Wieso das? Ja, wir fragen die dich, Aussage wieso ist rettet. Du so, es ist nicht ja, schlecht. Ja, weil jetzt jeder... Es hat nur das ganze Spiel kaputt gemacht. Nein, aber es hat nicht kaputt gemacht, sondern langweiliger gemacht. Ich habe jetzt auch nicht mehr so Bock auf Scanner-Touren zum Beispiel. Alter, ich hab gestern die geilste Fahrradtour seit Jahren mal wieder. Ja, aber die hättest du auch so machen können. Nein, wie soll ich Dragonie sehen? Yeah. Ja, aber das ist ja das. Nein! Nein, ja, das ist ja das. Nein, das ist halt, man muss halt dann gucken, dass man das irgendwie anderweitig dahin kommt. Verstehst du? Wie soll ich denn wissen, dass da ein krasses Dragonier ist? Das musst du Naetic fragen, oder nicht mich, Mann. Okay, du redest dich gerade echt raus, oder? Schau mal, ganz ehrlich, wärst du... Die Map hat schon mal, findest Spiel du, noch findest, am Leben gehalten. Finde ich auch. Findest du nicht, dass es ein bisschen, zum Beispiel, du siehst einen Dratini oder einen Dragonier, aber du weißt nicht, ob es krass ist oder nicht? Nein. Und dann würdest du da nicht hinfahren? Ja klar, den Nervenkitzel von das eben, nimmt das es weg, aber das vom Spiel gesamt hat es schon hinzugefügt. Wäre die Map nicht da, wären wir einfach so in den Friedhof gelaufen. Nein. Natürlich nicht. Ja, also. Ja, aber das ist auch nicht Sinn der Sache. Die Leute haben letztens Probleme mit der Polizei bekommen. Wer? Ja, Unsere Leute. Unsere SG. Leute. Wieso? Ja, die waren dort, die Polizisten. Die Polizisten waren dort, weil da waren 6 Autos vor der Tür, Mann. Gestern war das. Oh mein Gott, wurden die erwischt? Ja! Oh mein Gott, ihr erzählt mir gar nichts. Ja, und was dann passiert? Ja, die haben nichts, die wurden aufgeschrieben. Wurden halt aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob es Anzeige ist oder nicht, aber ich glaube nicht. Oh mein Gott, ernsthaft? Ja! Weil da 6 Autos vor dem Friedhof standen, Mann. Ich glaube, der Pförtner dort hat die erwischt. So der mit dem Licht. Ist so scheißegal, wer die erwischt hat. Auf jeden Fall. Glaub mir, ich glaube mir, jeden Abend kommt safe was im Waldfriedhof. Safe, Alter. 1, 2, 3 Mal. Was machen wir als nächstes, wenn alles so tot ist? Ich bin heute entmotiviert. Wie meinst du das? Ja, heute ist vorbei. Ich meine nächstes Mal. Was? Wenn wir wieder Zeit haben dann. Heute ist schon vorbei, war das, hast du gehört? Jetzt ernsthaft? Ja, einmal können wir vielleicht noch zünden, aber danach ist ja vorbei, Mann. Du meinst, was wir überhaupt machen jetzt? Ja, überhaupt. Da macht's echt keinen Scheiß jetzt. Ja, das. Man kann. Man ist doch Wochenende. Junge, was laberst du eigentlich jetzt? Man könnte Ding machen. Also auf Scanner-Touren halt jetzt so. Scanner-Tour machst du heute nicht mehr, oder Tati? Nein. Einfach noch dranhängen. Nein, ich will heute nicht bis nachts um 6 Uhr unterwegs sein oder so. Ja, wir können noch bis 2, 3. Nein, das will ich gar nicht. Ja, okay. Was wärst du denn noch dabei, Tati? Ich zünde es noch einmal jetzt hier vielleicht die Dinger und dann fahre ich nach Hause. Ernsthaft? Also ich weiß, was ich jetzt in der nächsten Zeit mache, wenn nicht so viel läuft. Also entweder irgendwo, wenn die Leute auf Scannerturm fahren, fahre ich eventuell mit, wenn ich Bock und Zeit habe. Wobei ich ja in die untere Woche eh keine Zeit habe, weil mir das echt so von der Arbeit her zu anstrengend ist. Ja, ist so. Hm. Nur wenn ich am nächsten Tag frei habe, dann schon. Und ich mache halt meine Runden da bei mir, oder? Ich kann Menkis holen, ich kann Glumandas holen, ich kann ein paar Arenen machen. Und mehr schaffe ich auch nicht. Ich check nicht, wie... Ich kann es alleine nicht spielen. Ich bin gerade genau in der Mitte, wenn ihr zünden wollt. Ich bin auch gerade in der Mitte. Ich kann nur den einen nicht zünden. Den zünde ich dann? Den ganz linken kann ich nicht zünden. Die anderen kann ich zünden. Ich weiß nicht, welcher der ganz linke ist. Wieder Stadio 2. Der, warte. Brunnen am Bordeauxplatz heißt der. Brunnen am Bordeauxplatz. Okay, okay, den kann ich schon zünden. Kannst du? Ja, dann zünd ich mal die anderen. Soll ich ein Glücksseil zünden nochmal? Wie du willst. Also ich mach auf jeden Fall noch ein Glücksseil. Wie viele hast du, Tati? Keine Ahnung, ich hab so ein Ding gekauft. Ich hab auch nur noch, jetzt nur noch 23. Ich hab da so ein Ding gekauft, so ein fettes Paket, Mann, wo Ding drin war. Aber sag doch nicht nur, Euer. Da, wo, da war ein Glücksseil. War gerade so überflüssig wie Fett, Euer. Da war ein Ding drin, da waren diese 25 Glücksseil drin, 25 Rauch.
Die Kappa, du. Warte, bis die Kamera an ist. Okay, wir haben gerade über Baumschule geredet. Die Jungs denken, dass Baumschule eine Schule ist. Oh yes! Ja, natürlich ist es eine Schule. Natürlich ist es eine Schule. Oh mein Gott. Ich habe doch einen Freund, der war auf einer Baumschule. Was ist denn mit dir los, Alter? Oh mein Gott. Es heißt doch Baumschule. Die tun doch nicht einfach irgendwas rein. Okay, was glaubst du, was es ist? Ja, was ist eine Baumschule? So eine Art Park, da werden Bäume gepflanzt. Nein. Und hochgezogen. Na klar. Da gehen keine Leute zur Schule. Google das doch mal. Ich brauche das nicht zu googeln, du musst es googeln. Nein, google du das doch mal. Oh mein Gott. Ich habe Freunde, die auf der Baumschule waren, ja, Mann. Honk, da muss ich echt Tati recht geben. Ich kannte auch welche, Alter. Alles klar. Die waren echt nicht so... Die waren halt... Was heißt das? Die hatten eine Lernschwäche. Ja, genau, Lernschwäche, glaube ich. Das ist so. So zurückgeblieben, warte, Leute. Hier. Das ist echt nicht so. Herzlich willkommen in der Baumschule Bösel. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Egal, ganz egal, ob Gärtner, Hobbygärtner oder einfach nur mal so zum Vorbeischauen. Pflanzenvielfalt und dem Leistungsspektrum der Baumschule Bösel. Hier findet ihr Gärtner oder Hobbygärtner, was er vielleicht in mancher Gärtnerei vermisst. Warte, Baumschule Bösel ist das. Die können da... Alles klar. Gib einen Baumschule... Warte, wir googeln das gleich. Lass uns doch die Session jetzt zu Ende machen, dann googeln wir das gleich. Baumschule sind Schüler, Mann. Es ist oh mein so. Gott. Aber Mann, es ist wir so. Könnten echt Unrecht haben. Damals dachte das jeder. Nein, Baumschule ist echt so. Weißt du, was wir dachten? Grundschule und dann kommst du entweder Gymnasium, Realschule, Hauptschule. Und dann dachten wir, es kommen welche in die Baumschule. Ja, das war ein Joke. Echt? Das war die Verarschung. Dass eine Baumschule eine Schule ist. Shit, Tati, vielleicht hat er echt recht. Wir googeln das gleich mal. Er hat's doch gerade gefühlt. Der hat irgendwas vom Bösel gelabert, Mann. Ja, so heißt die Baumschule, es gibt mehrere Baumschulen. Das klingt echt nach Fake. Baumschule Böse, Leute, kommt vorbei. Egal ob Bobby Gärtner oder Schüler. Ah, schon im Freising, in der Vorhochschule. Da konnten auch welche einfach zum Garten kommen und das anschauen. Aber es war eine Teil. Vorhochschule. In Freising. Ja, die hatten auch einen Garten, da durfte jeder rein. Google einfach, was eine Baumschule ist, Mann. Das ist ein... Park, so. Es ist einfach ein Ort, um Bäume zu pflanzen und hochzuziehen. Das kann man auch an der Fachhochschule. Du checkst den Zusammenhang gerade gar nicht. Bei uns konnte man auch einfach rein und die Typen sind ihre Bäume anschauen gekommen. Oder ihre ja, das kann man in einem Park auch, aber das sage ich ja nicht. Ich sag, eine Baumschule ist ein Ort, wo man Bäume hochzieht. Pflanzt und die. Schau. Schule kann man nicht einfach so einen Namen reintun. Doch, google das doch einfach. Da muss es Unterricht geben, sonst wird es echt nicht Schule heißen. Okay, hast du vorher nicht da reingeschaut? Wo rein? Da gab es kleine Bäume. Ja? Warum soll es die auch nicht geben? In welcher Schule gibt es keine Bäume? Es gab kleine Bäume, die hochgezogen werden wurden. Ja, vielleicht war der Winter zu hart, oder? Die fangen erst an. Das gibt halt echt nichts zu tun. Oh mein Gott. Alle Nester sind schlecht. Lass doch nicht von Dimi anstecken, Alter. Ja, was? Dann schlag doch was vor. Scannatur. Saftig. Super saftig. Und darauf hat Tati keinen Bock. Ja, weil er Fahrer ist. Oder Tati. Ja, okay, ich krieg morgen Auto echt so unwahrscheinlich. Dann würde halt Tati den Wagen fahren, oder? Ah nein, das ergibt ja keinen Sinn. Ich würde schon echt machen, weil Tati fährt schon echt oft. Ich will echt nicht fahren, Mann. Das ist, also ich fahre schon hin und was wieder ist, mal. Was ist, wenn wieder, ich morgen Auto krieg? Kommst du dann mit? Ja, aber es kommt auch auf die Uhrzeit an. Ich muss Montag wieder arbeiten, Mann. Außerdem habe ich, ja, ich auch Kinder und alles zu Hause, Mann. Ich halt, wir müssen spontan irgendwie ausmachen. Und Hong 1 demotiviert? Ja. Echt von Dimi anstecken lassen. Nee, es gibt einfach nicht, echt nichts zu tun zurzeit. Arenen haben wir gemacht, okay, ja, das ist verständlich. Arenen. Okay, Farmen war jetzt nicht so schlecht. Ja, Farmen war nicht so schlecht. Das heißt Scannatur. Aber Scannatur keine Option. Aber egal, Jungs, ich habe jetzt was gegoogelt. Nur für euch. Was? Baumschule? Ich muss aber Ding noch anmachen. Damit die den Bildschirm sehen. Baumschule, oder? Ja, Mann. Wikipedia. Baumschuleintrag. Ja, okay. Warte, Wikipedia kann ich auch was reinschreiben. Einrichtung zur Aufzucht junger Pflanzen.
Das kann ja auch eine Schule beibringen. Als Baumschule bezeichnet man erwerbsmäßig bewirtschaftete Anbauflächen für Bäume, Sträucher, Rosen, Obstgehölze und Forstpflanzen. Die Baumschule ist eine Untergruppierung des Gartenbaus und gehört nicht zur klassischen Feldwirtschaft oder Forstwirtschaft. Jetzt ist noch kein Beweis. Ich habe jetzt auch noch nichts gefunden hier für Dingmann. Ganz ehrlich, vergessen wir das Thema einfach, oder? Also, ich und die Fans haben es nicht vergessen. Ja, ciao Tati. Ciao Tati, wir sehen uns morgen. Hoffentlich. Wahrscheinlich morgen, oder? Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Oh mein Gott. Was heißt wahrscheinlich? Klingt end unwahrscheinlich gerade. Ja, aber echt, Mann. Wir haben doch alles geplant. Ja, wir machen das stellen wir weg auf Video, ja, Mann. Ja, aber ich habe ja gesagt, eventuell, wenn du dein Auto bekommst, dann ist gut. Und okay, dann, das klingt nach, wenn Barisch kein Auto ja, hat, Mann. Komme ich nicht. Ja, das muss ich erstmal abchecken. Oh mein Gott. Ich Lust überhaupt hab. Okay, ciao. Das war's wieder von uns und unserer Diskussion. Wir haben ein bisschen gefahren, verschiedene Themen haben wir besprochen. Schreibt unten in die Kommentare, was für euch eine Baumschule ist. Und auch, was ihr jetzt über den Winter macht und ob Pokémon für euch auch so ein bisschen nicht gestorben, aber demotivierend ist. Also wir haben gerade keine Lust, aber auch keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. War ich gerade der motivierteste, aber leider zu einem falschen Zeitpunkt, weil zurzeit echt nicht viel geht. Mal schauen, was wir als nächstes machen werden. Es ist echt ungewiss, aber trotzdem checkt unsere anderen Videos ab. Liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.